Musterung im Babybauch. Gibt es ein Recht auf ein gesundes Kind? Darüber reden wir heute bei Lock-In und damit einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Mädchen oder Junge, ganz egal, Hauptsache gesund. Das ist es, was sich werdende Eltern wünschen. Der Pränatest soll Klarheit bringen. Aber was passiert, wenn tatsächlich festgestellt wird, dass das Kind Trisomie 21 hat? Darf man es dann zur Welt bringen? Macht man das? Macht man das nicht? Darüber und über viel mehr diskutieren wir jetzt am besten mit euch. Bei Twitter mit Hashtag ZDFLogin und natürlich auf login.zdf.de. 9 von 10 Paaren lassen ihr Kind abtreiben, wenn sie bei einem solchen Test herausfinden, dass es das Down-Syndrom haben könnte. Dabei gibt es viele Kinder, die mit dieser Einschränkung sehr gut leben. Manche Kritiker befürchten jetzt bei dem neuen Test, Paare könnten sich leichter für eine Abtreibung entscheiden und ungeborenen Kindern bleibt kein Recht auf Leben. Positiv, endlich schwanger. Und sofort wird's medizinisch. Der Minimensch im Dauercheck. Noch nicht geboren und schon Patient. Ein Leben auf Probe. Also immer schön lächeln beim Durchleuchten. Der Babybauch-Krimi. Ist das Kind normal? Oder vielleicht behindert? Ein Gentest erleichtert die Untersuchung. Der aus Bundesmitteln geförderte Pränatest. Der Erbgutcheck erkennt am Blut der Mutter, ob das Kind Down-Syndrom hat. Wenn man ehrlich ist, weiß man, es dient weder medizinischen Zwecken noch therapeutischen Zwecken, sondern der Selektion. Das heißt, wer Down-Syndrom hat, darf wahrscheinlich nicht weiterleben. Schon jetzt werden nach einer Down-Syndrom-Diagnose 9 von 10 Ungeborenen abgetrieben. Was soll die Aufregung? Ist doch okay, wenn Eltern sich für oder gegen ein behindertes Kind entscheiden können. Nein, sagt Payman Amin. Der Topmodelmacher hat einen Bruder mit Trisomie 21 und sagt, Down-Syndrom-Träger sehe ich nicht als geistig Behinderte, sondern als geistig Beglückte. Wir fragen ihn, Musterung im Babybauch, hat jeder das Recht auf ein gesundes Kind? Perfektion ist sein Geschäft, in seinem Business gibt es keine Kompromisse. Doch wenn es um die Kinder geht, sagt er, ist Perfektion nicht alles, was zählt. Hier ist Deutschlands Modelmacher Nummer 1. Herzlich willkommen, Payman Amin. Es gibt einen neuen Test, der die Diagnose einer Behinderung mit dem Down-Syndrom ziemlich verlässlich vorhersagt, und zwar ohne Gefahr für Mutter und Kind. Was ist daran das Problem? Das Ganze ist ein Problem. Also wenn ich an meinen Bruder Umid denke, den man gerade im Einspieler kurz sehen konnte, dann ist es für mich ein Unding, ja, darüber nachzudenken oder nachdenken zu müssen, wie wäre mein Leben ohne Omid. Ja? Omid ist mit Sicherheit einer der absolut wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ein Leben ohne Omid, das wäre ein sehr trauriges Leben. Und er bringt sehr viel Glück und sehr viel Liebe in mein Leben, in das Leben meiner Familie. Deshalb stehe ich hier und ich finde diesen Test eigentlich unnötig. Es gibt viele Ärzte-Payment, die finden diesen Test gut. Einer von ihnen ist heute Abend bei uns. Er berät die Bundesregierung in Fragen der Gendiagnostik. Er hatte unzählige Ämter inne und trotzdem stand er immer noch in der Klinik, genauer gesagt als Chefarzt der Geburtsmedizin bei Vivantes hier in Berlin. Jetzt steht er bei uns. Herzlich willkommen, Professor Klaus Vetter. Herr Vetter, was halten Sie von der Aufregung? Wird es wirklich ein ethisches Problem, dieser Test? Nicht wirklich, also kein neues Problem. Wir haben die Tests auf Trisomie 21, um das geht es ja, haben wir seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und daran hat sich nichts geändert. Der Test ändert nur etwas in der Technik, aber nicht im Problem. Janine. Ja, das sind zwei Meinungen und wie immer möchten wir natürlich eine dritte, und zwar die eure. Deswegen stellen wir auch heute eine Voting-Frage und am Ende der Sendung gibt es das Ergebnis im besten Fall. Wir möchten von euch wissen, brauchen wir den Pränatest? Was denkt ihr? Payman Amin denkt, nein, Eltern sollen nicht darüber bestimmen, ob Kinder mit Down-Syndrom ein Recht auf Leben haben. Professor Dr. Klaus Vetter sagt, ja, er ist ein Fortschritt, weil er das Risiko von Fehlgeburten verursacht durch die Fruchtwasser
Untersuchung so minimiert. Was ihr sagt, das erfahren wir am Ende der Sendung. Aber natürlich habt ihr euch, wie immer, Gott sei Dank, im Vorfeld sehr stark engagiert, sehr lautstark eure Meinung kundgetan. Und das hat auch Clemens getan. Clemens sagt, es ist ja in Ordnung, dass es eine Untersuchung gibt, um die Krankheit im Voraus festzustellen, um sich auch darauf einzustellen. Aber es ist nicht in Ordnung, damit einen Abbruch zu rechtfertigen. Das sagt er. Das ist jetzt natürlich sehr viel und im Endeffekt ja auch unsere Sendungsfrage. Deswegen würden wir eigentlich am Anfang ganz gerne mal auf diesen Test als solches technisch eingehen und Sie fragen, Herr Professor Vetter, was ist denn das Neue an diesem Test? Was ist das Gute? Wie funktioniert er technisch? Also bisher war es so, dass wir in den Bauch zum Kind durch die Fruchthöhle gehen mussten, um Zellen vom Kind zu kriegen, um zu finden, ob eine Veränderung, die man gesucht hat, hier nehmen wir die Trisomie 21, vorhanden ist oder nicht. Das ging immer einher mit einem Abortrisiko von 0,5 bis 1%. Und wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet, sind das einige Tausend pro Jahr, die man sozusagen für den Test opfert, um etwas zu erfahren, über das man streiten kann, ob man es erfahren muss, aber ein Fall als Test. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, aus dem Blut der Mutter dasselbe zu erfahren, bezogen auf die Trisomie 21, geht über eine Blutuntersuchung kein Kind verloren, auch keins, das gesund ist. Clemens, Ihr älterer Bruder hat das Down-Syndrom. War das eigentlich für Ihre Eltern vorhersehbar? Wissen Sie das? Nein, also man muss sich das so vorstellen. Omid wurde 1967 geboren, also das ist schon einige Jahre her. Ich glaube, Sie werden mir da recht geben, da gab es andere Möglichkeiten, wenn überhaupt. Des Weiteren ist Omid im Iran geboren. Ja, da bin ich übrigens auch geboren. Und in dem Land waren es ganz andere Voraussetzungen. Ja. Als Omid geboren wurde, wussten meine Eltern noch nicht mal, dass er Down-Syndrom hat. Ja, das hat sich erst so mit der Zeit entwickelt. Und dann, als sie gesehen haben, bei ihm ist irgendwas anders als bei den anderen, da hat sich das dann herausgestellt. Wie hat Ihre Familie gelernt, damit umzugehen? Ja, durch viel Liebe und Zuneigung. Also es ist, hört sich natürlich an wie eine Plattitüde jetzt, aber es ist so gewesen. Ja, und so ist es heute noch. Wir haben, auch wir als Kinder, ja, wir haben, ich habe nämlich noch einen Bruder, der älter ist als ich, der Omid ist der Älteste. Wir beiden, wir haben auch gelernt, mit Omid zu leben, mit ihm aufzuwachsen, ihn lieben und schätzen zu lernen. Aber genau so war es auch umgekehrt. Also Omid hat mit uns auch leben müssen, was auch nicht einfach war hin und wieder. Und wir haben gegenseitig voneinander auch gelernt, so wie es im Leben auch sein sollte. Und ich würde es nicht anders wollen. Ja? Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich jetzt nicht irgendwie in Wehmut zurück und denke so, oh, ich habe meine Kindheit verloren, weil ich einen Bruder mit Down-Syndrom habe. Nein, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, ich habe eine tolle Zeit soweit gehabt und ich misse keine Sekunde, die ich mit Omid verbringe. Gab es denn Momente, in denen Sie sich gewünscht hätten, dass Ihr Bruder gesund ist? Als Kind schon. Ja, da hat man weniger Verständnis dafür. Es braucht schon ein bisschen Zeit, bis man selber auch ein bisschen weiser denkt und ein bisschen erwachsener denkt. Als Kind gab es mit Sicherheit Momente. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich hatte natürlich auch das Glück, das muss man dazu sagen, dass ich noch einen weiteren Bruder habe. Zusammen ist man stark. Ja, wir haben also es immer geschafft, uns um unsere Freunde zu kümmern, Zeit mit den Freunden zu verbringen, aber auch gleichzeitig fürsorglich zu sein, wenn es um Omid ging. Aber wir haben das auch weitestgehend dann auch kombiniert. Also wenn es darum ging, wo verbringen wir heute Nachmittag unsere Zeit? Bei Freunden oder zu Hause? Und wir lassen die Freunde kommen. Dann war es sehr oft so, dass die Freunde zu uns kamen, weil es mit Omid ein bisschen schwieriger war. Aber mit der Zeit lernt man dazu und man weiß andere Dinge dann auch zu schätzen, als wie cool komme ich jetzt vor meinen Freunden rüber. Diese Coolness hat sich natürlich mit der Zeit dann auch gelegt. Das ist jetzt eine Geschichte, wie eine solche Behinderung in einer Familie funktionieren kann oder wie das gelebt wird bei Ihnen in der Familie. Herr Vetter, Hubert Hüppe, Behindertenauftrag der Bundesregierung, hat gerade im Einspieler schon gesagt, was er von der ganzen Sache hält, nämlich nicht so viel von diesem Test. Er spricht von Rasterfahndung und sagt, ich halte die Anwendung des Tests für illegal. Der Vorwurf lautet Selektion. Wie gehen Sie als Arzt mit solchen Vorwürfen um?
Herr Hüppe ist ja Behindertenbeauftragter und hat einen politischen Auftrag. Ich denke, er hat nicht einen Auftrag wie ein Arzt. Das ist was völlig anderes. Und ich möchte auch gar nicht direkt darauf eingehen, weil es zu komplex ist. Wir sehen ja, die Trisomie 21 ist eine Normvariante. Es ist ja nicht eine Krankheit und keine Behinderung in dem Sinn erst einmal, sondern es ist eine Normvariante. Und mit der kann man leben oder nicht. Das kommt drauf an. Es gibt aber Kinder mit Trisomie 21, die krank sind, die schwere Herzfehler haben und so weiter. Von denen reden wir im Moment nicht, aber es ist nicht eine Diagnose, die einfach so da ist, sondern hat viele Aspekte. Und deshalb kommt es ja darauf an, was man sucht, was man möchte und womit eine Familie in der heutigen Zeit leben kann und will. Bei einer Einkindfamilie ist es was anderes als bei einer größeren Familie wie bei Ihnen, wie die Toleranzen sind, das ist sehr unterschiedlich. Und deshalb muss man, und das ist ja auch die Idee des neuen Gendiagnostikgesetzes, das vor 2 Jahren in Gang kam, dass die informationelle Selbstbestimmung ist das Hauptwort, die gewährleistet ist. Das heißt, die Informationen, aber auch das, was man nachher macht, ist in dieser freien Gesellschaft möglich, dass man dem entgegenkommt. Und das ist eigentlich das Problem. Sie akzeptieren es, andere tun es nicht. Darüber kann man sich streiten. Hat mit dem Test als solchem nichts zu tun, weil, wie ich sagte, der Test ändert nichts an den Dingen, die wir seit den 70er Jahren, nicht 60er, 70er Jahren haben und möglich sind. Und er hat nur etwas insofern geändert, als das Risiko des Eingriffs, um zu einer Diagnose zu kommen, geringer geworden ist. Wie gehen wir mit dieser Diagnose um? Das hat nichts mit dem Test zu tun, also, sagt Herr Vetter. Eine Frage an der Stelle. Sie sprachen von Selbstbestimmung. Ja. Ja. Was ist mit der Selbstbestimmung des ungeborenen Kindes? Die bleibt ein bisschen auf der Strecke, finde ich, an der Stelle. Ja. Das heißt, das Recht auf Leben, verstehen Sie? Und das mit der Familie und dass ich in einer relativ großen Familie aufgewachsen bin, da gebe ich Ihnen recht, das macht Dinge mit Sicherheit einfacher. Ja? Aber ich habe auch andere Familien mittlerweile kennengelernt und gesehen, wie sie es zu schätzen wissen, mit einem Kind mit Down-Syndrom zu leben, ja? Und mit diesen Aufgaben auch zu wachsen. Ja? Man wächst ja mit seinen Aufgaben, wenn man so will. Das habe ich gelernt, ja? Und ich habe das auch gesehen und erfahren. Und ich muss sagen, es gibt auch kleinere Familien, es gibt auch Elternteile, die eben nur ein Kind haben, ein Kind mit Down-Syndrom. Das habe ich gesehen bei verschiedensten Veranstaltungen, beispielsweise beim Deutschen Down-Syndrom-Sportfest, wo ich jetzt seit einigen Jahren aktiv dabei bin. Und wenn man bei solchen Veranstaltungen ist, Menschen mit Down-Syndrom live miterleben kann, ja, und aber auch das Umfeld dieser Menschen, sprich die Familie, die Freunde, aber auch Leute, die damit bisher noch nichts zu tun hatten und anfangs Berührungsängste hatten mit Menschen mit Down-Syndrom. Wenn man all das mal in einem Sportfest zusammenfasst und das erlebt, ja, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, Menschen mit Down-Syndrom können sehr viel Liebe mitbringen und sehr viel Empfindsamkeit, was andere Menschen vielleicht weniger an den Tag legen. Dennoch, auch wenn wir von diesen Erfahrungen hören, 9 von 10 Schwangeren entscheiden sich nach der Diagnose von Down-Syndrom für eine Abtreibung. Ist die Entscheidung für den Test eigentlich schon eine Entscheidung dann auch folgerichtig für die Abtreibung? Das wird so gesehen. Gerade durch die Statistik könnte man das meinen. Ist aber nicht so. Es gibt eine Reihe von Frauen, die möchten einfach wissen, was los ist und sich auch darauf einrichten. Immerhin 10% ist auch nicht nichts. Also, wenn man eine von 10 nimmt, die sich dafür entscheidet. Es könnten mehr sein. Es gibt auch eine gewisse Tendenz, mehr zu akzeptieren. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Toleranz in der Gesellschaft oder das, was man selbst denkt, was tolerabel wäre für einen selber, nicht sehr groß an dieser Stelle. Und deshalb hat ja auch das Gesetz noch etwas erweitert. Man muss die Beratung, die Information und Beratung ist sehr viel weiter gefasst worden, weil man eben auch davon ausgeht, hat dazu beigetragen, dass man eine zu schnelle Entscheidung vielleicht aufgrund auch einer Fehlvorstellung nicht treffen soll. Genau ein Thema. Das ist der Punkt, den Sie meinen. Genau ein Thema. Das ist auch passiert mit dem Gesetz. Verzeihen. Sie, genau ein Thema, das unsere User auch besprochen haben. Es geht vor allen Dingen nicht nur ausschließlich darum, was das Leben des Kindes angeht, sondern dass es natürlich auch um die Eltern geht. Und deswegen haben wir Anmerkungen wie eine sinnvolle Sache, da der Test das Leid verhindert, bevor es nach der Geburt entsteht. Ob das beim Kind der Fall ist oder nicht, ist im Einzelfall zu entscheiden. Und
fragt man sich auch, wer das darf. Aber dabei meine ich auch, also der User in dem Fall, explizit das Leid bei den Eltern. Das heißt, es ist ja auch ein Aspekt, ob ich mich als Elternteil oder ob ich mir als Elternteil zutraue, das zu stemmen, ein Kind mit einer Behinderung großzuziehen. Ist das ein Aspekt, den Sie als Argument gelten lassen können? Absolut nicht. Also absolut nicht. Weil hier wird ja Leid schon vorausgesetzt. Ja? Dass man quasi anhand des Tests im Vorfeld sagen kann, okay, werde ich jetzt leiden oder nicht leiden? Nein, das ist. Geht es ja auch um ganz simple Dinge wie eine finanzielle Situation. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich das Gefühl habe, ich kann die therapeutischen Maßnahmen auch in einer schwierigen finanziellen Situation finde ich, es ist kein Argument zu sagen, nein, ich will kein Kind mit Down-Syndrom. Ja? Man sollte sich aufklären lassen, wie Sie auch vorhin angesprochen haben, sich gut beraten lassen. Aber viel wichtiger als reine, plumpe, theoretische Aufklärung und Belehrung und Beratung wäre eben eine wirklich aktive Teilnahme an einer Veranstaltung. Also dafür plädiere ich an dieser Stelle, ja, dass die Menschen mal an so einer Veranstaltung, an einem Sportfest mit Menschen mit Down-Syndrom teilnehmen, das live miterleben und dann sollen sie darüber bestimmen, meine finanzielle Situation ist schwierig, möchte ich ein Kind mit Down-Syndrom, ja oder nein? Aber vorher einen Schluss zu ziehen und im Vorfeld schon zu implizieren und zu sagen, ja, das ist leidvoll, das finde ich fatal. Jetzt gibt es natürlich noch den Punkt weiter vor, nämlich der, in dem die Frau mit sich selbst allein ist in dieser Situation. Und darüber hat sich Userin Jana Gedanken gemacht. Ganz ehrlich, so eine Untersuchung hätte ich in der Schwangerschaft nicht gewollt. Welche werdende Mutter kann oder will denn ernsthaft so eine Entscheidung treffen? Das ist grausamer als ein eventuelles Schicksal nach der Geburt. Und man stelle sich vor, dass eine Schwangere wirklich abtreibt nach der Diagnose. Wird sie sich nicht ewig fragen, ob das richtig war? Fragt Jana Donatek. Unser nächster Gast stand genau vor dieser Entscheidung. Sie hat ein sehr bewegendes Buch darüber geschrieben und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend bei uns ist. Herzlich willkommen, Monika Hai. Monika Hai von Beruf Journalistin. Sie arbeiten als Supervisorin und Coach in Köln. Sicher viel zu tun da bei Ihnen. Trotzdem haben Sie sich Zeit genommen, Ihre Geschichte aufzuschreiben. Titel Ihres Buches Mein gläserner Bauch. Und das beschreibt ja die Untersuchungskaskade, die Frauen da durchmachen, wenn sie einmal schwanger geworden sind. Zu der Zeit, als Sie schwanger waren und dieses Problem hatten, gab es den Test noch nicht. Dennoch, wie haben Sie das erlebt, zu erfahren, dass ein Kind nicht gesund sein wird? Na, für mich war klar, ich will keine Fruchtwasseruntersuchung. Und das habe ich auch sehr deutlich meiner Ärztin gesagt. Ich habe es meinem Mann gesagt, der auch erst ein bisschen gestutzt hat. Und dann hat er es verstanden, als ich es ihm erklärt habe. Denn für mich war klar, ein Abbruch kommt nicht in Frage, wenn mein Kind Down-Syndrom haben sollte. Aber ich wusste, ich habe auch eine gute Chance, ein gesundes Kind zu kriegen. Also der Test war für mich indiskutabel. Ich habe auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, dass da irgendjemand das in Frage stellen könnte. Das hat die Ärztin auch nicht gemacht. Dann bin ich zum Ultraschall eingeladen worden. Und natürlich wollte ich, dass es meinem Kind gut geht. Ich wollte alles tun, dass dieses Kind gut versorgt ist. Und beim Ultraschall ist dann eine Nackenfaltenmessung vorgenommen worden. Davon wusste ich vorher nichts. Und da ging dann die Spirale los, und zwar die Abwertungsspirale meines Kindes. Hatten Sie, um das nochmal klar herauszuarbeiten, hatten Sie eine freie Wahl, ob Ihr Kind auf Trisomie hin untersucht wird? Na, ich habe versucht, auch nach dieser Annahme, dass dieses Kind Down-Syndrom haben könnte, mich weiterhin dagegen zu wehren, dass eine genetische Untersuchung stattfindet, also dass mit einer Nadel punktiert wird und genetisches Material entnommen wird. Da bin ich sehr unter Druck geraten, und zwar von den Ärzten, von der Ärztin, die diesen Befund zunächst mal als Verdacht geäußert hat und dann auch von demjenigen, zu dem sie mich geschickt hat am nächsten Tag. Was heißt das, unter Druck geraten? Wie muss ich mir das vorstellen? Na, am liebsten hätte er dann gleich
diese Punktion gemacht. Und ich habe gesagt, Moment, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und dann hat er mich sehr intensiv darüber aufgeklärt, was für furchtbare Folgen das haben würde für mich und für dieses Kind, wenn es zur Welt kommt. Ich muss dazu sagen, ich hatte gerade bei der Untersuchung, die er gemacht hat, mein Kind fast lebensgroß, also wie ein Neugeborenes, vor mir auf einem Monitor gesehen. Das heißt, ich war ganz verbunden mit diesem Kind. Und er hat mir gesagt, wenn ich jetzt das ablehne, dann müsste er sich unterschreiben lassen, dass er mich über die Schwere des Befundes informiert habe. Und dann bin ich trotzdem erstmal nach Hause gegangen. Und mein Mann erinnert sich sehr gut an diesen Tag, denn er war dabei. Und das, was mein Mann am meisten erinnert, ist, dass der Arzt gesagt hat, mein Leben sei in Gefahr. War Ihr Leben in Gefahr? Down-Syndrom gefährdet nicht das Leben einer Frau. Das wird Herr Vetter sicherlich bestätigen. Aber es gibt eine Gesetzeslage, die in dem Moment, wo jetzt eine Indikation gestellt werden soll, nicht, also Indikation heißt eine Begründung des Arztes, warum jetzt ein Schwangerschaftsabbruch notwendig ist. Da muss drinstehen, dass das Leben der Frau in Gefahr ist oder ihre körperliche oder seelische Gesundheit beeinträchtigt wäre, wenn dieses Kind jetzt zur Welt kommt. Und dass dieser Schaden, der für die Frau sich jetzt abzeichnet, nicht anders abgewehrt werden kann. Herr Vetter, wie erleben Ärzte genau diese Situation? Also, was Sie gerade schildern, ist ja der Übergang von der embryopathischen Indikation 1995 durch den Bundesgerichtshofentscheid hin zur mütterlichen Indikation. Über das kann man streiten, aber es ist vielleicht nicht Thema für heute. Aber das ist ein Problem, dass Sie sagen, die Mutter muss gefährdet sein durch die Schwangerschaft, aber eigentlich indirekt. Ich meine, es ist eine indirekte Indikation. Und deshalb ist es sehr kompliziert, das in der aller Breite hier darzustellen. Das ist ein Thema für sich. Aber nochmal Ihre Frage. Dazu würde ich gerne. Gleich antworten. Ja. Also das, man mag denken, das ist was, was ganz weitläufig damit zu tun hat. Es hat in dem Fall ganz nah und ganz direkt mit dieser Thematik zu tun, weil ich habe ja nur eine Ultraschalluntersuchung vornehmen lassen. Dann bin ich geschickt worden, um nochmal im Feinultraschall überprüfen zu lassen, ob da tatsächlich was vorliegen könnte. Und dann bin ich unter Druck gesetzt worden, diese Entnahme von genetischem Material vornehmen zu lassen. Und das alles, weil mein Leben in Gefahr wäre, wenn ich das alles nicht mache und wenn dieses Kind zur Welt kommt. Also mein Mann hat sich gemerkt, mein Leben ist in Gefahr. Das war für uns danach Thema. Kann es sein, dass das Leben einer Frau in Gefahr ist, wenn sie ein Kind mit Trisomie bekommt? Bei der Trisomie 21 eher nicht. Es gibt andere Trisomien, wo das Leben der Mutter in Gefahr kommen kann. Aber das ist hier eigentlich nicht das Hauptthema. Wie erklären Sie sich dann, dass Frauen sich offenbar zum Teil jedenfalls schlecht informiert fühlen oder schlecht beraten fühlen von Ärzten? Ja, ich denke, es ist etwas, was auch durch die Änderung des Gesetzes jetzt reingekommen ist, dass man viel mehr Zeit füreinander braucht, Bedenkzeiten hat und Beratung und Informationszeiten und das nicht nur ärztlicher Art, sondern eben auch psychosozialer Art. Das ist alles erweitert worden, das Feld. Das haben Sie nicht miterleben können, aber es ist etwas im Tun an dieser Stelle, was eine Änderung sicher zur Folge hat. Ich begrüße sehr, was das Gendiagnostikgesetz da an Deutlichkeit inzwischen gebracht hat. Aber das, was da drin steht, hat im Grunde 1998 auch schon im Deutschen Ärzteblatt gestanden, dass Frauen beraten werden müssen und ihnen klar gemacht werden muss, erstens, dass sie die Option haben, dieses Kind zu behalten und dass es eine ergebnisoffene Beratung sein muss, war auch 1998 schon klar. Wie ist es bei Ihnen dann ausgegangen, Frau Heil? Also ich habe dann, nachdem ich mich zunächst gewehrt habe, der Entnahme zugestimmt. Und dann hat sich dieser Verdacht bestätigt, dass mein Kind Trisomie 21 hat. Und dann war ich immer noch nicht davon überzeugt, dass dieses Kind nicht leben sollte. Und dann hat meine Frauenärztin gesagt, ja, wie ich mir das denn vorstelle, das wäre ein Kind, das schwerste körperliche und geistige Behinderungen haben würde. Und vor allem könne es sein, wenn es überhaupt überlebt, dass sich dieses Kind noch, wenn es erwachsen ist, wickeln müsste und es ein Schwerstpflegefall sei und wie alt ich denn dann schon sei. Und das hat natürlich
mich sehr verunsichert. Und ich habe gesagt, aber es gibt doch Menschen mit Down-Syndrom, die leben. Ja, bei Ihnen ist das alles ganz anders. Das können wir doch jetzt schon sehen. Inzwischen weiß ich, ich habe das recherchiert, die Diagnose Down-Syndrom, die nach so einem Test dann bestätigt wird, kann nichts über die Lebensqualität dieses Kindes, dieses Menschen sagen. Also auch da ist der Druck gewesen, mit falschen Informationen mich dazu zu bringen, dieses Kind herzugeben. Wie ordnen Sie es jetzt ein? Oder wie fühlen Sie sich jetzt mit diesem Wissen, das Sie heute haben? Und wie gehen Sie jetzt mit dieser Entscheidung um, die Sie damals getroffen haben, nämlich das Kind abzutreiben? Ich habe lange gebraucht, überhaupt darüber zu sprechen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mir diese Geschichte selber noch mal erzählen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss verstehen, in welchem Kontext ich diese Erfahrung gemacht habe. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich rausgekriegt, dass Ärzte befürchten müssen, wenn eine Frau nicht in den schwärzesten Farben das Leben mit diesem Kind ausgemalt bekommt, dass sie dann möglicherweise zur Rechenschaft gezogen werden und Unterhalt für das Kind zahlen müssen. Weil die Frau hätte ja sonst vielleicht doch den Abbruch vorgenommen. Ganz schwierige Fragen, die sich da für die Mütter und dann auch für die Ärzte natürlich ergeben, sprechen wir gleich rüber. Aber Janine, es ist eine Geschichte. Es gibt sicherlich noch weitere Geschichten von Usern, oder? Es gibt viele Geschichten. Es melden sich mittlerweile viele, die entweder selber Kinder mit dem Down-Syndrom haben oder beruflich oder privat in engen Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dieser Erkrankung stehen. Den Druck, den Sie beschrieben haben, den würde ich auch ganz gerne noch mal kurz aufgreifen. Beziehungsweise Sven, der sagt, dass der Druck auf die Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, immer größer wird, zum Beispiel durch Fragen wie konntet ihr das Kind bloß kriegen, das ist doch unverantwortlich. Und eine Geschichte, die wir geschrieben bekommen haben, ich bin ein 25-jähriger Vater eines Kindes mit Down-Syndrom. Als wir diese Diagnose bei der Feindiagnostik erhalten haben, brach für uns eine Welt zusammen. Und doch entschieden wir uns für unseren Sohn, da kein Herzfehler oder andere Fehlentwicklungen vorhanden sind. Bei diesem Test erfährt man nur, ob Down-Syndrom vorhanden ist oder nicht. Und das Problem ist, dass die Schwere nicht qualifiziert werden kann. Wir können nur sagen, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Unser Sohn entwickelt sich prächtig und bringt uns jeden Tag große Freude. Ist das ein Punkt, der sich verändert hat? Kann man mittlerweile spezifizieren, dass es eine lebensbedrohliche Situation für das Kind ist oder wie stark diese Behinderung ausgeprägt ist? Es ist richtig, was ich vorhin schon mal sagte, das Down-Syndrom als solches ist ein Riesenspektrum. Es ist ja erstmal nur eine chromosomale Variante und dahinter können sich ganz verschiedene Dinge verbergen. Häufig sind Herzfehler damit verbunden, die dann zum Teil operabel oder zum Teil nicht operabel sind, mit denen man nicht weiterleben kann. Das ist ein Problem, das kann man mit Ultraschall etwas später als der Test, aber das würde man dann später untersuchen können, wenn man sich prinzipiell erstmal dafür entscheidet, ein Kind mit Trisomie 21 zu akzeptieren für sich und nicht diesen Weg zu gehen, sondern einen anderen, zu sagen, ich schiebe es erstmal auf, die Entscheidung, und suche nach mehr Informationen über die Gesundheit oder Störung des Kindes, ob es Varianten sind, die mit der gesundheitlichen Einschränkung viel mehr bedeuten, dass ein Kind schwer herzkrank ist, ist eine völlig andere Belastung, als wenn ein Kind nichts hat. Und diese Dinge kann man machen, dann weiß man, ich habe ein Kind mit Down-Syndrom über den Test oder über einen anderen Test. Und dann kann man diese Entscheidung, wenn man grundsätzlich dafür ist, nochmal sagen, ich schiebe das und gucke nach, was für andere Dinge noch da sind. Natürlich kann man nicht alles erfahren, aber erhebliche Störungen kann man schon erfahren. Giovanni Di Mario, Medizinethiker an der Uni Freiburg, hat sich so geäußert. Je gläserner es wird, desto mehr wird das Kind zum prüfbaren Produkt. Wir glauben, wir könnten Kinder zeugen, um sie im Zweifelsfall zu töten. Ist diese Sichtweise eigentlich Eltern gegenüber wirklich fair, die ja eigentlich nur ein gesundes Kind haben wollen? Ich würde sagen, es spricht nicht aus der Praxis. Die Eltern haben andere Fragen. Und die muss man runterbrechen für die individuelle Familie und nicht einfach so automatisch etwas daher sagen. Das ist philosophisch. Welche Fragen haben Eltern? Die Frage ist, wie stellen wir uns unser Leben vor, wenn etwas anders ist? Die Frage hat sich ja bei Ihnen als hinterher gestellt, offensichtlich. Also, oder bei Ihnen war die Frage gar nicht gestellt worden, Sie haben es integriert. Diese Fragen muss man im Vorfeld so gut man kann klären. Das ist gerade der Bedarf an psychosozialer Beratung, also an dem, was man zu tolerieren in der Lage ist, was ein Paar
zu tolerieren oder eine Familie zu tolerieren in der Lage ist, das kann man vorher doch ein wenig besser abklären, als wenn man nur auf eine Diagnose geht und Konsequenzen draus zieht. Und deshalb sind ja auch die neuen Regelungen so, dass die psychosoziale Beratung obligatorisch ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also ich denke, ich bleibe dabei. Ich glaube, eine psychosoziale Beratung allein reicht in diesem Fall nicht aus. Aber man kann weitergehen. Ich sage, ihr Sportfest ist unbenommen. Ne? Genau. Klar. Also ich stelle mir das einfach viel zu trocken vor, ja? Dass da Leute im Vier-Augen-Gespräch oder im Sechs-Augen-Gespräch da sitzen und über das Leben eines ungeborenen Kindes entscheiden. Ja? Und darauf hinweisen, ja, diese Probleme könnten eventuell auftauchen. Das finde ich einfach zu billig. Ja? Also da sollte man wirklich tiefer da reingehen. Man sollte auch die Gefühle der Menschen da ansprechen. Und das kann man wirklich nur, wenn man eben auch die Menschen, die eine so schwierige und eventuell schwerwiegende Frage beantworten müssen, dass man diese Menschen eben auf Menschen zugehen lässt mit Down-Syndrom. Vielleicht lassen Sie uns ganz kurz in eine Familie reinschauen, die sich dafür entschieden hat, ein Kind mit Down-Syndrom aufzuziehen. Ungewöhnlich. Das Ehepaar Zilske hat zwei Mädchen mit Down-Syndrom adoptiert, Lilly und Marie. Für mich war es nie eine Schockvorstellung, ein behindertes Kind zu haben, sondern eigentlich überhaupt keine Kinder zu haben. Flöten, Tanzen, Hausaufgaben. Besondere Mädchen brauchen besondere Förderung. Die Kinder reifen nicht von alleine so, wie andere Kinder reifen. Und Menschen mit Down-Syndrom kämpfen häufig mit Erkrankungen und Fehlbildungen. Lilly etwa hatte als Baby eine schwere Muskelschwäche. Wir haben mit Lilly Zeiten erlebt, wo wir kurz davor waren zu sagen, das geht überhaupt nicht, das können wir nicht leisten. Dann gibt es Augenblicke mit ganz großer Verzweiflung. Also ganz schwierige Fragen, zumal vielleicht für junge Paare oder Eltern oder Menschen, die sich für Kinder entscheiden wollen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber vielleicht mal theoretisch. Hallo. Können Sie sich vorstellen, ein behindertes Kind aufzuziehen, so wie Sie es gerade im Stück gesehen haben? Also wenn ich einen Partner hätte, der mich dabei unterstützt und auch meine Familie also dabei unterstützen würde, kann ich das auf jeden Fall schaffen, denke ich. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Haben Sie sich dieses Thema schon mal irgendwann gestellt oder mit auseinandergesetzt? Naja, also meine Babyplanung ist noch in weiter Ferne. Entschuldigen Sie. Würden Sie diesen Test eigentlich machen lassen? Ja, würde ich machen. Ah, warum? Einfach, weil ich wissen möchte, wie es meinem Kind geht, was damit ist. Also ich finde das jetzt nicht, ich finde nicht, dass nur weil man den Test macht, man sofort abtreiben muss, wenn es dann die Diagnose kommt. Also okay. Ich finde, das sind zwei separate Sachen. Würde ich gerne nochmal vielen Dank die Frage weitergeben, vielleicht an Sie. Auch eine Frau, würden Sie den Test machen lassen? Also ich würde ihn nicht machen lassen. Weil ganz einfach mir die Entscheidung dann viel zu schwer fallen würde, ob jetzt Abtreibung oder nicht. Und ich mich im Nachhinein fragen müsste irgendwie, bin ich jetzt dran schuld, wenn ich es abtreibe? Habe ich dann irgendwelche Gewissensbisse? Und ja, deswegen wäre es für mich, steht es nicht zur Debatte für mich. Gut, vielen Dank für Ihre Meinung. Und dann haben wir ja noch hier in der Diskussion ein bisschen Zeit, genau diese Fragen vielleicht noch mal weiter zu beleuchten. Frau Hai, es gab Zeiten, sagte der Vater gerade im Beitrag, es gab Zeiten, da dachte ich, das packe ich nicht. Wir können ja gut Sonntagsreden halten hier in der Fernsehsendung, aber in der Realität ist es für viele Paare vielleicht auch sehr hart. Romantisieren wir das Leben mit Behinderten? Also vielleicht sollten wir auch Eltern fragen, die kleine Kinder haben, wie die sich so fühlen. Da werden sie auch hören. Manchmal habe ich das Gefühl, ich packe das nicht. Und das wird manchmal noch viel härter ausgedrückt. Also Eltern von kleinen Kindern und auch von mittleren und großen Kindern sind nicht immer in der Situation, dass sie ganz glücklich sind mit dem, was da so läuft. Es gibt Untersuchungen, dass Eltern von Kindern mit Down-Syndrom nicht wesentlich unglücklicher oder schwerer belastet sind. Und das wird viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, also zum Stichwort psychosoziale Beratung, das wäre vielleicht tatsächlich doch wichtig, dass da mehr Beratungskräfte ins Spiel kommen und nicht nur Mediziner, die, glaube ich, auch eher einen defektzentrierten Blick haben auf diese Kinder. Vielleicht noch. Ja. Einen schönen Kommentar dazu. Ich finde die Diskussion unmöglich, denn das Down-Syndrom-Kind
Hat das auch ein Recht mitzubestimmen? Sind diese Kinder denn depressiv? Was das soll, es kommt doch, wie es ist. Und jeder muss mit seinen Lebensaufgaben fertig werden, das Kind auch. Oder wollen wir nur noch Elite-Menschen? Das nur mal kurz aus dem Chat dazu. Jetzt haben wir, Herr Vetter, den User-Beitrag gehört, wir haben den Film gesehen, wir haben gehört, was Payman erzählt hat aus seiner Familie. Was sind die, Sie stehen ja seit über 20 Jahren, glaube ich, da in Berlin-Neukölln in der Klinik und hören sich die Frauen an. Mhm. Was sind da die Geschichten, die Sie hören von Frauen, die sich dagegen entscheiden? Ja, nicht nur die sich dagegen entscheiden. Was wir wissen, ist, die Belastung einer Familie ist erheblich und die Trennungsquote ist deutlich erhöht bei solchen Familien. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, das ist eine Tatsache. Warum das so ist, will ich nicht analysieren, aber die Belastung ist da. Und warum das so ist und wer sich dann betroffen fühlt, viel mehr die Männer meistens als die Frauen, das ist ja auch interessant, weil die Bindung offensichtlich näher ist von den Frauen als zu den Männern, die vielleicht sich defizitär fühlen, wenn sie so ein Kind mitgezeugt haben. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Also muss man immer mit bedenken, also Sie haben von Romantisieren gesprochen, das geht vielleicht ein bisschen weit, aber man soll auch was nicht schönreden, was in der Realität anders gesehen wird. Und das ist unser Problem. Also das mit Männern und Frauen, ich kenne die Umfragen jetzt nicht oder die Durchschnittswerte oder was auch immer. Ich kann aber nicht bestätigen, dass das mit Männern und Frauen so ist. Ich weiß nur, dass mein Bruder Omid mit Down-Syndrom, ja, er lässt sich seine Zähne nur von meinem Papa putzen. Nicht von meiner Mama. Frau mein Papa tut das auch sehr, sehr gerne. Und er macht es auch richtig gut. Frau Heim. Haben Sie sich mal die Trennungsquote bei Paaren angesehen, die ein Kind verloren haben? Die Trauer um ein Kind sieht bei Männern und Frauen auch sehr unterschiedlich aus. Und wenn dann noch dazu kommt, dass diese Menschen, dieses Paar mit dem Schuldgefühl, ich habe dieses Kind getötet, ich habe dazu beigetragen, ich habe die Entscheidung so getroffen, wie ich sie getroffen habe. Wenn das noch dazu kommt, dann ist das auch nicht mehr so einfach in der Partnerschaft. Also das darf man nicht unterschätzen. Wenn eine Frau schwanger ist, lässt sich das nicht einfach so rückgängig machen, sondern man ist nicht ein bisschen schwanger, sondern man ist schwanger. Und wenn dieses Kind nicht zur Welt kommen soll, dann muss das Kind getötet werden. Und ich bin nicht eine Frau, die grundsätzlich gegen Abtreibung ist. Es hat viel Auseinandersetzung gegeben, es hat Kämpfe gegeben, um Abtreibung durchzusetzen. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das darf nicht sein. Aber ich bin sehr dafür, dass Frauen mehr darüber wissen, was passiert in dem Moment, wo sie schwanger sind und wo sie in die gynäkologische Praxis kommen, damit sie rechtzeitig wissen, was auf sie zukommt. Da sind wir uns einig, dass das, die Entscheidung muss fundiert sein. Aber wir haben eine andere Situation. Sie sind in die Situation hineingeraten, muss sich mit auseinandersetzen. Wir haben es aber heute damit zu tun, dass wir prospektiv an die Dinge herangehen. Und dann kommen eben auch Wünsche und Vorstellungen zutage, die man nicht hat, wenn man es dann erlebt und das Kind hat. Also es sind schon ganz unterschiedliche Dinge. Ja, hier ist die Möglichkeit gesellschaftlich gegeben, durch die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs eine prospektive Entscheidung zu treffen. Das ist ein völlig anderes Bild, als wenn ich in etwas hineingerate, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, weil es nicht anders geht. Moment, mit der prospektiven Entscheidung muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Natürlich. Ich möchte ja auch eines Tages Kinder bekommen. Ja? Und zu diesem Thema habe ich mich natürlich auch schon mit meiner Lebenspartnerin unterhalten. Und wir sind beide eindeutig zu dem Schluss gekommen, selbstverständlich auch davon ausgehend, nämlich die Erfahrung, die ich mit meinem Bruder gemacht habe, sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir einen solchen Test nicht machen werden. Und damit wollte ich eigentlich nur sagen, ich muss mich damit auch befassen. Und ich habe meine Entscheidung schon gefasst. Und meine Freundin übrigens auch. Lassen Sie uns noch mal eine junge Frau zu Wort kommen. Und damit meine ich nicht Janine. Nein, ich bin nur der Botschaftsüberbringer für Angelika, die übrigens selbst behindert ist. Und einen Kommentar, gerade was auch das Alleinesein in der Schwangerschaft eventuell angeht, verfasst hat. Der ist für uns. Hier ist Angelika. Es ist schwer, eine Entscheidung zu treffen. Vielen wird vorhergesagt, ihr Baby sei behindert und dann bringen sie ein völlig gesundes Kind zur Welt. Doch ein behindertes Kind großzuziehen ist schwer. Viele Väter verziehen sich, dann wird es noch härter. Sagt Angelika Berg. Herr Vetter,
Sie sind am Patienten, an der Patientin seit 20 Jahren. Was sind die Hauptbeweggründe, die Sie feststellen bei jungen Frauen, die sich nach einer Diagnose in dem Fall zu einer Abtreibung entscheiden? Naja, Sie können sich nicht vorstellen, ein Kind zu haben, das in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist, mal ganz allgemein gesprochen. Der Traum vom Kind, das so ist wie man selber oder noch ein bisschen weiterkommt, den gibt es. Den können wir nicht in die Tasche stecken. Und wenn Sie wissen von vornherein, das Kind hat nicht die Möglichkeiten, sich zu entfalten, dann kann das dazu führen, dass man eben die Möglichkeiten, die die Gesellschaft jetzt eröffnet hat, nutzt und sagt, dann versuche ich es ein andermal. Aber, und das ist das, was ich noch mal sagen möchte, der Einschnitt in die Biografie ist erheblich größer, als man denkt. Payman, wie beobachten Sie das? Was steckt vielleicht hinter dem, was Herr Vetter von diesen Frauen beschreibt? Frau Hay hat es, glaube ich, so beschrieben, da kommt die Entscheidung in Konflikt mit unserem Leben in Wahn der Optimierung. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles besonders gut und perfekt machen möchte. Glauben Sie, dass das damit zu tun hat? Wird mein Kind Erfolg haben in der heutigen Welt? Oder was glauben Sie, was die Beweggründe sind? Die Kontraste könnten ja nicht größer sein in unserer Familie, wenn man so will. Bei der Ankündigung, als Sie mich hereingebeten haben, haben Sie es ja sehr treffend formuliert. Ein Mann, der in der perfekten Welt lebt und dort auch sein, zumindest beruflich gesehen, sein Glück gefunden hat. Das ist natürlich ein Kontrastprogramm zu dem, was Omid erlebt und sein Alltag. Ja. Er arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte. Aber da kann man auch sehr schnell die Werte zurechtrücken. Gerade wenn man in der, ich sag mal, oberflächlichen Welt wie in meiner lebt. Ja. Wenn man einen Tag in dieser Werkstatt verbringt, ja, das bringt einen schön zurück auf den Boden der Tatsachen. Und dann weiß man Dinge einfach ganz anders zu schätzen. Und zum Thema Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, wir reden jetzt von der Perspektive, wir als sogenannte Normalos, ja, wir schauen auf die Menschen mit Down-Syndrom. Schauen Sie mal umgekehrt. Die Menschen mit Down-Syndrom schauen mal auf uns. Was glauben Sie, was die über uns denken? Die denken sich, die haben sie doch nicht alle. Die regen sich ja über jeden Scheiß auf. Ja, bei uns, und ich habe Omid auch schon erlebt, auch wenn er sich nicht so entfalten kann wie meiner einer oder Sie beispielsweise, Sie haben bestimmt einen Doktortitel oder haben Sie einen? Beides, Professor, Doktor. Das ist jetzt nicht entscheidend. Das war, eben, ist nicht entscheidend, aber Sie konnten sich geistig sehr entfalten. So, mein Bruder konnte das vielleicht nicht unbedingt, ja, aber gefühlsmäßig und anderweitig hat er sich sehr wohl entfaltet, ja, weil ich ihn in der Praxis erlebt habe, ja, in seiner Werkstatt, wie er mit körperlich behinderten Menschen umgeht. Ja, und das ist für mich einzigartig und daraus lerne ich von meinem Bruder. Ich glaub, aber für Frage, Sie ne? speziell genau. ist hier zu dem Moment eine wunderbare Frage von Kekua, der möchte wissen, ob Sie ein Model casten würden, was an Trisomie 21 leidet. Also wie praktikabel ist das, was Sie vertreten, tatsächlich jetzt auch gerade in Ihrem Beruf? Also ich habe zu dem Thema bei dem Sportfest auch schon Model- oder Fashion-Shows veranstaltet, weil ich eben auch die Augen funkeln sehe von Kindern mit Trisomie 21, ja, weil sie eben auch diesen Traum leben, einmal eines Tages auf dem Laufsteg zu sein. Nun, ich entscheide leider Gottes nicht darüber, ob jetzt Menschen auf dem Laufsteg, Menschen mit Down-Syndrom in Paris auf der Fashion Week auf dem Laufsteg sein dürfen oder nicht. Da müssen Sie schon eher einen Herrn Lagerfeld fragen oder andere Designer, die eben die Models dann aussuchen für ihren Laufsteg. Ähnliches Thema haben wir auch mit Schlankheitswahn und Ähnlichem. Ja. Da würden Sie das unterstützen? Bitte? Würden Sie das unterstützen? Ich würde es absolut unterstützen. Also wir hatten ja Ihren Bruder auch eingeladen, mit in die Show zu kommen. Das ging letztendlich nicht aus organisatorischen Gründen. Wer kümmert sich um Ihren Bruder eigentlich? Meine Eltern. Hätten Sie persönlich Zeit? Um ihn zu kümmern? Aktuell nicht. Aber ich habe mir darüber natürlich auch sehr viele Gedanken gemacht, mit meinem Bruder zusammen, mit dem anderen Bruder zusammen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass, wenn es sein muss, werden wir da sein. Spielt ja auch da eine Rolle. Sie haben ja beschrieben, Sie haben sich mit Ihrer Lebensgefährtin Gedanken gemacht über die Frage, ob Sie ein Kind mit Down-Syndrom aufziehen würden. Das sind ja schon dann offensichtlich Entscheidungen, die auch die eigene berufliche Perspektive betreffen könnten, oder?
Selbstverständlich. Deshalb möchte ich auch, dass meine beruflichen, ich sag mal, Eckdaten auch so stimmen, dass ich es mir erlauben kann, mir diese Auszeit zu gönnen, um mein Leben auch zu leben mit einem Kind mit Down-Syndrom. Jetzt hatten wir eine Frage an Sie aus dem Chat und wir haben noch ganz viele Fragen an Professor Vetter aus dem Chat. Zum Glück haben wir unsere Rubrik Login direkt, in der wir in kürzester Zeit versuchen, alle Fragen zu beantworten. Die genauen Regeln hat Janine Michaelsen und Sie dürfen einmal rübergehen, bitte. Ganz einfaches Prinzip. 2 Minuten Zeit für alle Fragen, die an Sie gerichtet wurden. Die 2 Minuten starten jetzt. Markus möchte wissen, hat ein Kind, das nicht gesund ist, kein Recht auf Leben und ist es deshalb weniger wert? Das ist eine schwierige Frage. Es geht aber hier bei den Entscheidungen nicht um das Kind, sondern um die Mutter. Die Mutter entscheidet darüber, ob sie mit dem Kind weiterleben kann. Und nicht das Kind entscheidet, wie es mit der Mutter umgeht. Wie viele Frauen sind es denn genau, die auf eine Schwangerschaft verzichten würden, wenn die Pränataldiagnostik nicht erlaubt sein würde? Das ist eine sehr theoretische Frage, aber es ist eine niedrige Zahl. Weil jeder glaubt, er hat es nicht. Was ist denn eine niedrige Zahl? Naja, die Inzidenz von Trisomie 21 ist unter 1%. Und wenn er das mal darstellt, sagt man, mich trifft es nicht. Okay. Und deshalb macht man auch die Altersunterschiede mit der höheren Trefferquote. Also das ist eigentlich, würde man sagen, spielt keine Rolle. Herr Vetter, ist es wirklich besser, einer werdenden Mutter die Entscheidung aufzubürden, abzutreiben, als die Natur entscheiden zu lassen, fragt Jana. Nö, besser ist es nicht. Aber es ist ja die Frage, die die Mutter hat. Und nicht. Das ist das Problem. Die Mutter hat die Frage an uns und nicht wir die Frage an die Mutter. Die Frage ist nicht so beantwortbar. Es geht ja um die Situation, dass die Mutter diese Frage überhaupt hat. Dafür sorgen ja Sie. Ja, das ist nicht nur wir. Dafür sorgt die Gesellschaft. Ja, das ist richtig. Aber ob es besser ist, kann man damit nicht entscheiden. Das ist die Frage. Werden werdende Eltern heutzutage nicht eher verunsichert durch die hohe Anzahl an pränatalen Untersuchungen? Das kommt auf die Information und die Aufklärung und die Beratung an. Was ist mit psychischen Erkrankungen? Sind diese auch genetisch erkennbar? Und wenn ja, was dann? Im Moment nicht. Und deshalb fällt das nicht in den Scope hier. Also man kann es nicht erkennen und kann nichts damit machen. Arbeitet was in der Zukunft passiert mit Dingen, die genetisch bedingt sind, das wissen wir noch nicht. Das war's schon. Vielen Dank. So, heute ist es der Test auf Trisomie 21, aber die Zukunft, die hat längst begonnen. Über 1000 Erbkrankheiten können Forscher voraussagen, bevor ein Kind geboren ist. Die technische Entwicklung rast. Werden wir also bald ohne Erbkrankheiten leben können? Zukunft vorhersagen? Machten früher Hellseher. Heute gibt es Ärzte. Der Erbgutcheck sagt Trisomie 21 voraus. Und morgen warnt der Pränatest vielleicht vor Asthma, Allergien, Rheuma, Epilepsie oder Alzheimer? Wollen wir wirklich so viel über unsere Zukunft wissen? Leben, das ist doch ein Überraschungsei. Und das ist auch gut so, oder? Was ist denn das für ein Dasein, wenn man weiß, dass eine schwere Erbkrankheit droht? Wollen wir den perfekten Menschen oder doch lieber weniger wissen? Hey Mann, das klingt doch komisch. Wollen wir den perfekten Menschen oder doch lieber weniger wissen? Eigentlich wäre es doch froh, wenn, oder könnten wir doch alle froh sein, wenn niemand mehr mit Erbkrankheiten leben müsste, oder? Ja, das hört sich alles so perfekt an. Aber wie hat Forrest Gump so schön gesagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Und es wäre langweilig, wenn man alles im Vorfeld schon vorausplanen würde. Dann leben wir eines Tages wie Roboter. Dann ist Roboter werden auch nie krank. Frau Hai, sehen Sie die Diskussion schon, wenn sich Eltern dafür rechtfertigen müssen, dass sie sich für ein behindertes Kind entschieden haben? Na, die gibt's ja schon. Das ist ja nicht etwas, was erst noch in der Zukunft sein wird. Eltern müssen sich fragen lassen, haben sie das vorher nicht gewusst? Konnte man da nichts machen? Das ist ja nichts, was irgendwie in Science Fiction
Filmen erst wirksam wird. Was ich ganz auffällig finde, ist, dass hier noch gar nicht von dem Recht auf Nichtwissen gesprochen wurde. Eigentlich wäre das doch Ihre Aufgabe, Herr Vetter, denn Sie sind durch das Gesetz gehalten, die Frauen auf ihr Recht auf Nichtwissen hinzuweisen. Sie sagen, die Frauen wollen von Ihnen wissen, dass das Kind gesund ist. Und natürlich will jede Frau am liebsten ein gesundes Kind, aber das lässt sich nicht in jedem Fall garantieren. Wenn eine Frau allerdings von Anfang an damit konfrontiert wird, dass von ihr erwartet wird, all diese pränatalen Untersuchungen durchführen zu lassen, wenn es heißt, jede Frau heute, nahezu jede Schwangere macht den Test schon am Ende des ersten Trimesters, die Nackenfaltenmessung und jetzt haben wir eben den Prena-Test. Wie soll sich eine Frau fühlen, die sagt, ja, aber ich möchte das nicht? Die stellt sich ja schon außerhalb der gesellschaftlichen Konvention, wenn es heißt, die Gesellschaft hat sich entschieden. Aber das ist doch die erste Frage, die sich stellt. Was erwarten Sie von mir, muss ich die Frau fragen. Wollen Sie diese Dinge wissen oder nicht? Das ist genau die erste Frage, die ich zumindest stelle. Da sind Sie aber die Ausnahme. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben aber dazu eine Frage aus dem Chat an Sie, Herr Vetter. Sehen Sie die Mitschuld der Eltern, wenn diese keine Pränataldiagnostik durchgeführt haben und das geborene Kind schließlich behindert ist? Ist das dann eine Schuldfrage? Nein, das ist eine Entscheidung gewesen, etwas nicht zu wissen, etwas zu akzeptieren, was man vielleicht hätte wissen können oder auch nicht. Wie kann man denn dann diesem Trend, dass man dafür verantwortlich gemacht wird, entgegenwirken? Weil das ist ja, auch wenn wir an den Druck uns erinnern, von dem Sie gesprochen haben, das ist ja nun mal gesellschaftlich oft so, dass es wahrgenommen wird. Das ist ja das, wo Herr Hüppe herkommt, der sagt, wir brauchen eigentlich eine Gesellschaft, die vielmehr nicht nur akzeptiert, sondern integriert. Akzeptanz heißt einfach lassen, aber integrieren. Und diese Bewegung ist ja jetzt auch gerade wieder aktiviert worden durch die Bewusstseinslage mit dem neuen Test, dass man sagt, jetzt denken wir noch mal drüber nach. Also es braucht eine gesellschaftliche Veränderung im Hinblick auf Behinderung oder anderes Leben, krankes Leben, was auch immer. Frau Hay hat vorhin einen Punkt gebracht, den ich wahnsinnig spannend und auch beklemmend fand. Wir sprechen ja hier in der Sendung im Moment von behinderten Kindern auch als Bereicherung. Payman hat es gesagt. Gerichte sprechen hingegen manchmal von einem Schadenfall. Fast unvorstellbar. Ärzte müssen Schadenersatz fürchten, wenn sie nicht erkennen, dass ein Kind behindert ist. Der Schaden ist dann das behinderte Kind und so urteilen in Deutschland auch Gerichte. Wie gehen Ärzte mit dieser Situation um, mit diesem Recht auf Nichtwissen einerseits, das Frau Hay einfordert, und andererseits dieser rechtlichen Situation, der sie ja auch ausgesetzt sind? Also die Frage, die Klagen veranlasst, sind ja die Eltern. Das kommt ja nicht von alleine. Aber führt das schon zu einem Automatismus in der Behandlung und im Testen, was ja Frau Hay auch beschrieben hat? Frau Hay hat es ja beschrieben vorhin. Ja. Die hat gesagt, sie hat auch den Arzt verstanden, der sich absichern muss, damit er nicht in den anderen Zirkel hineinkommt. Später. Aber genau dazwischen liegt ja die Wahrheit. Er muss dokumentieren, dass er das beraten hat und dass die Entscheidung gemeinsam getroffen wurde oder von der Mutter alleine oder von dem Paar, egal, das muss dokumentiert sein, sonst kann man nicht darauf zurückkommen. Also wir geraten hier in eine Dokumentationslücke in älteren Fällen, wo man das nicht so tragisch genommen hat. Das ist ganz wichtig. Auch das Recht auf Nichtwissen müssen Sie sich in Ihrer Karteikarte spätestens dokumentieren. Und das ist etwas, worauf Ärzte und Ärztinnen schon vor dem ersten Test hinweisen sollten. Vor dem Ultraschall, der die Nackenfalten messen. Müssen sie. Das ist obligat. Das ist nicht so selbstverständlich. Aber nach dem Gesetz schon. Interessant ist, dass Frauen berichten davon, dass das als harmlos, ach, das machen wir mal eben mit und das wird ihr Kind ihnen doch wert sein, wenn sie es selber bezahlen müssen. Das ist das, was Frauen berichten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Frauen sehr viel mehr darüber wissen, was konkret in der Praxis vor sich geht. Ich will die Frage ja noch mal andersrum stellen an Sie, Frau Hay. Wir hatten vorhin einen Film gesehen, wo eine Familie berichtet hat, wie es aussieht, wie das Leben mit einem behinderten Kind aussieht. Versetzen Sie sich noch mal zurück in die Lage, Sie sind gerade schwanger geworden. Sie machen es jetzt so, wie Sie gesagt haben. Sie informieren sich vor dem Test über das, was passieren könnte. Sie kommen in Kontakt mit einem solchen Erfahrungsbericht. Was hätte der Ihnen da eigentlich gesagt in dieser Phase Ihres Lebens? Wie hätten Sie eigentlich darauf reagiert? Was glauben Sie?
Sind da Frauen oder sind da junge Paare nicht mit allem beschäftigt, mit allen tollen Vorstellungen, aber nicht mit einer solchen Vorstellung? Also eigentlich in der Zeit, wo diese Tests gemacht werden, wollen Frauen nicht mit Problemen belastet werden, schon aus Selbstschutz. Und wenn sie nicht wissen, was in diesen Tests, wonach da gesucht wird und in welche Entscheidungszwänge sie kommen, dann überlassen sie gerne die Entscheidung den Ärzten. Das ist ja der Arzt meines Vertrauens und der wird es schon richtig mir vorschlagen, was ich da tun soll, denn er hat Erfahrung. Für mich war die Situation damals so, dass ich auch bereit war, mein Leben zu ändern für dieses Kind. Und ich glaube, jedes Paar muss sein Leben ändern, egal ob das Kind gesund ist oder ob das Kind nicht gesund ist. Es stellen sich Fragen, die alle Eltern sich stellen müssen. Und die stellen sich noch mal etwas anders, wenn das Kind krank ist. Aber es ist inzwischen so, dass alle Eltern ihre Hauptfrage auf diesen Punkt richten: Ist mein Kind gesund? Und dann hat es Trisomie 21. Das ist ja absurd, dass genau da diese Fahndung so stark greift. Ich war mir sicher, ich kann leben mit einem Kind mit Trisomie 21, bis mir diese Horrorgeschichten erzählt wurden, die ich ja nicht widerlegen konnte. So viel wusste ich nicht. Ich komme noch mal ganz kurz auf das Prospektive hin. Wenn jetzt eine Frau sagt, jetzt bin ich 35, ich kriege so ein Kind und das braucht Hilfe. In irgendeiner Weise. Gehen wir mal davon aus, es wird so alt, wie sie es vielleicht sich vorstellt. Die meisten Kinder werden nicht ganz so alt mit Trisomie 21 später mal. Aber gehen wir davon aus. Und sie sieht für sich eine Zeit, wo sie nicht mehr jemandem helfen kann, dem sie jetzt erst mal helfen möchte. Und vielleicht mit dem Partner zusammen. Und das ist eine Perspektive, die immer wieder kommt und wo die Leute sich vorstellen, was passiert dann tatsächlich? Kann ich das stemmen und was passiert ohne mich? Das ist das Thema Leid verhindern. Ich habe ein kleines Problem, Frau Heil und Palme und Herr Vetter. Wäre wieder eine Show, die ich gerne doppelt so lange machen würde, weil wir noch so viele Sachen nicht angesprochen haben und scheinbar fast immer noch am Anfang unserer Diskussion stehen. Dennoch haben wir es 23.16 Uhr und 15 Sekunden. Das heißt, wir sind fast am Ende der Zeit. Und das heißt für Janine, dass wir jetzt das Ergebnis des Votes erfahren möchten. Wir haben am Anfang der Sendung eine Frage gestellt. Und zwar an euch zu Hause. Brauchen wir denn den Prena-Test? Und das ist eure Antwort. Payman Amin sagt nein. Eltern sollen nicht darüber bestimmen, ob Kinder mit Down-Syndrom ein Recht auf Leben haben. Und Klaus Vetter sagt ja. Der Test ist ein Fortschritt, weil er das Risiko von Fehlgeburten, verursacht durch die Fruchtwasseruntersuchung, minimiert. Das ist ein geringer Zuspruch. Von, was waren das, 58? 60 zu 40, glaube ich. 58 ne? Gegen 42. Aber wir haben das Feedback aus dem Netz, die Kommentare, es ist sehr, sehr emotional diskutiert worden. Und ich möchte mich kurz bedanken, auch für die vielen privaten Geschichten, die mit uns geteilt wurden. Und zum Ende möchte ich gerne Benedikt zitieren, der sagt, im Umgang mit Schwächeren zeigt sich die Qualität einer Gesellschaft. Und wenn Hilfsbedürftige vorab getötet werden, bevor sie die Chance auf Leben hatten, ist das ein Armutszeugnis für unser Land. Erik sagte, das Kind hat ein Recht auf Leben. Ja, aber auch die Eltern haben das Recht zur freien Entfaltung. Und ein Kind mit Down-Syndrom kann für manche eine Belastung sein. Wenn die Eltern der Meinung sind, sie schaffen es nicht, ihr Kind auch so aufzuziehen, wenn es Down-Syndrom hat, dann haben sie das Recht, ihr Kind abzutreiben. So wurde kontrovers diskutiert, aber großartig. Und ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt haben wir aber noch eine Frage, und zwar an Payman. Irgendwie kriege ich dieses Abstimmungsergebnis nicht ganz zusammen mit dem, was ich sonst im Land erlebe. Wir hatten gerade paralympische Spiele. Da wird also gejubelt, wenn behinderte Sportler eine Medaille mit nach Hause bringen. Es wird gejubelt, wenn ein Finanzminister im Rollstuhl den Euro rettet. Und wenn wir einen Schauspieler mit Trisomie im Fernsehen sehen, der eine tolle Serie macht, dann jubeln wir auch. Und andererseits tun wir uns mit der Integration von Behinderten in der Gesellschaft so schwer. Gibt Deutschland den Behinderten zu wenig Chancen? Nein, das glaube ich absolut nicht. Gerade dieses Land gibt Menschen mit Down-Syndrom insbesondere sehr viele Chancen. Und die Einrichtungen, die dieses Land auch bietet, finde ich wunderbar. Es könnte noch mehr geben, es könnte noch mehr Unterstützung geben. Nochmal an der Stelle würde ich gerne dafür plädieren, dass Menschen sich trauen, ja, und diese Angst weglassen und sich einfach aufklären lassen, ja, dass sie keine Berührungsängste haben mit Menschen mit Behinderung
Und das kann man nur überwinden, wenn man auch sich mit diesen Menschen befasst und die Nähe sucht. Tolles Schlusswort. Wenn ihr noch einen herzlichen Applaus. Wenn ihr noch Fragen an Payman habt, dann könnt ihr sie einfach stellen und beantworten. Payman ist nämlich noch ganze 20 Minuten im Chat. Und dann könnt ihr genau darüber, über diese Themen noch sprechen. Toll, dass Sie da mitmachen. Vielen Dank auch an Frau Hai und Professor Vetter, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Diskussion. Es war eine verdammt schwierige Diskussion, aber es hat auch großen Spaß gemacht. Janine. Jawohl. Nächste Woche wir beide nicht, ne? Nein, wir haben nächste Woche frei. Was am Einheitsfeiertag liegt? Großartig, ja. Aber wir sehen uns danach schon ganz schnell wieder. Am 10. Oktober sind wir nämlich wieder da. Das und alle Informationen gibt es wie immer auf login.zdf.de. Als ob ich es nicht selber wüsste. Nicht wahr. Schön, dass du mich immer dran erinnerst. Tschüss. Auf Wiedersehen.